Hallo liebe Sternzeichen-Zwillinge, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Legung für den September ansiehst. Wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir zum September mitgeben können und starten mit dem schamanischen Traumdeck. Also, was können dir die Karten zum September verraten? Was kommt da auf dich zu? Was spielt sich bei dir ab? Welche Themen, welche Energien kommen hier für dich raus? Welche Nachrichten solltest du zum September erhalten? Worauf möchten die Karten dich in dieser Legung aufmerksam machen? Und wir haben als erstes die Sterne am Himmel mit dem Thema grenzenlose Möglichkeiten und der Nummer 51. Außerdem das Glücksrad mit dem Thema Glück und richtiges Timing und der Nummer 23. Und eine Karte legen wir aus diesem Deck noch dazu, bevor wir dann zu den Tarotkarten übergehen. Und zwar haben wir hier jetzt noch das Mondmädchen mit der Nummer 41 und dem Thema Neuanfänge. Interessanterweise habe ich das Gefühl, dass manche hier eine weibliche Person kennenlernen könnten diesen Monat. Du könntest eine neue Bekanntschaft knüpfen hier mit einer weiblichen Person. Aber ansonsten, ja, sieht das einfach sehr, sehr positiv aus. Sieht es danach aus, als würdest du neue Möglichkeiten erhalten, als würdest du Glück haben. Lass uns schauen, was dahinter steckt. Für mich ist das noch ein bisschen unspezifisch hier. Lass uns schauen, wobei du Glück hast diesen Monat, was für Möglichkeiten auf dich zukommen im September, was hier für dich neu beginnt, abgesehen von dieser neuen Bekanntschaft, die hier auf dich zukommen könnte. Wir haben hier die 4 der Materialien, das Ass der Emotionen, die 7 der Stimmen und die 9 der Inspiration. Und jede dieser Karten schauen wir uns jetzt nochmal genauer an mit den Tattoo-Tarot-Karten. Was solltest du zur 4 der Materialien zuerst wissen, liebe Sternzeichen-Zwillinge? Worum geht es hier mit der 4 der Materialien bei dir zu Beginn des Monats? Was kommt ungefähr in der ersten Septemberwoche auf dich zu mit der 4 der Materialien und dem Knaben der Schwerter? Mit dem Knaben der Schwerter haben wir hier Luftenergie, Wassermann, Waage, Zwillinge. Das kann deine eigene Energie sein oder die von einem weiteren Luftsternzeichen in deinem Umfeld. Mit der Königin der Münzen haben wir hier außerdem Erdenergie, Jungfrau, Stier, Steinbock. Ich sehe, dass du teilweise Anfang September so ein bisschen auf Nummer sicher gehen könntest oder vielleicht in der letzten Zeit etwas auf Nummer sicher gegangen bist in irgendeiner Angelegenheit. Aber ich habe das Gefühl, mit dem Rad kommt hier ein Moment auf dich zu, wo du das nicht mehr tun kannst. Wo du dazu gebracht wirst, dich aus deiner Komfortzone herauszubewegen. Aber das ist was Gutes, weil ich stell hier definitiv gerade eine Verbindung her zwischen diesem Rad und diesem Rad. Wir haben hier dieses Glücksrad für dich. Ich denke also, was auch immer dich Anfang September herausfordert, es ist etwas sehr, sehr Positives. Es bringt etwas in Gang, was du dich vielleicht so alleine nicht getraut hättest. Denn wie gesagt, mit der Königin der Münzen haben wir hier jemanden, der sehr auf Sicherheit und Stabilität bedacht ist. Und mit der 4 der Materialien sehen wir so ein bisschen einen Geiz oder diesen Drang, in der Komfortzone zu bleiben. Vielleicht hast du in der letzten Zeit sehr viel gespart, Energie gespart, Geld gespart, vielleicht dich emotional wenig geöffnet, weil du irgendwie Angst hattest, wenn ich zu viel von etwas gebe, dann könnte ich in einen Mangel kommen. Aber hier sehen wir mit dem Rad, wie gesagt, kommt irgendeine Situation auf dich zu, wo du nicht mehr auf Nummer sicher gehen kannst, wo du herausgefordert wirst, dich aus deiner Komfortzone herauszubewegen, dich vielleicht anderen Menschen zu öffnen, weil du merkst, vielleicht verliere ich diese Person, wenn ich mich nicht öffne, wenn ich nicht darüber rede, was in mir vor sich geht. Oder vielleicht schaffe ich dann zumindest irgendwie eine Distanz, die ich eigentlich gar nicht haben möchte.
Oder wenn ich hier nicht an mich selber glaube und für mich selber so ein bisschen Werbung mache, für das, was ich kann, vielleicht beruflich gesehen, oder wenn ich nicht bereit bin, finanziell in mein eigenes Glück zu investieren, dann verpasse ich vielleicht eine großartige Gelegenheit oder sowas in der Richtung. Aber ich glaube, du wirst Anfang September dazu angehalten, vom Universum, Gott, woran auch immer du glaubst, in dich selbst zu investieren, in dein Glück zu investieren, dich zu öffnen, dich irgendetwas hier zu trauen, wo du dich in letzter Zeit noch zurückgehalten hast. Und wenn du das tust, glaube ich, wird das zu einem Erfolg führen und wirst du sehen, das war genau die richtige Entscheidung, an dieser Stelle vielleicht doch etwas Geld in die Hand zu nehmen, vielleicht doch etwas Zeit oder Energie oder Gefühle irgendwo zu investieren, mich auf irgendeine Art und Weise zu öffnen. Du wirst merken, dass vielleicht dir dein Gegenüber dadurch mehr entgegenkommt, dass eure Bindung stärker wird oder dass sich dadurch berufliche oder finanzielle Möglichkeiten ergeben, dass du auf irgendeine Art und Weise hier Erfolg erzielst durch das, was du dich Anfang September vielleicht traust. Und ich glaube, du wirst wissen, was das hier ist Anfang September, weil du diese Möglichkeit klar und deutlich vor dir siehst, okay? Vielleicht, wenn du Zeit mit jemandem verbringst, wird euer Gespräch irgendwie, ich sag mal, auf magische Art und Weise genau in die Richtung gelenkt, wo du sagst, okay, das wäre jetzt eigentlich der perfekte Einstieg für mich, um mich zu öffnen, um über etwas Bestimmtes zu reden. Oder vielleicht bietet sich dir irgendeine Möglichkeit, wo zu investieren, oder vielleicht erhältst du irgendein großartiges Angebot, irgendeine Möglichkeit, was auch immer es ist, es wird dich wahrscheinlich aus deiner Komfortzone rausbringen, aber das ist genau das, was du hier brauchst und ich denke, es wird super erfolgreich sein, was auch immer das ist. Hauptsache, du öffnest dich, Hauptsache, du traust dich was Anfang September und ja, ich denke, das wird sich für dich auszahlen. Lass uns das Ass der Emotionen ansehen. Was solltest du hier zum Ass der Emotionen wissen? Worum geht es hier ungefähr in der zweiten Septemberwoche bei dir, liebe Sternzeichen Zwillinge? Ja, ich sehe, dass manche sich mehr trauen, im September in beruflicher Hinsicht ihrem Herzen zu folgen, dem zu folgen, was sich für sie richtig anfühlt. Ich sehe, dass du hier vielleicht ein bisschen Bedenken hast oder dass du dich teilweise gestresst fühlst, unter Druck fühlst, aber trotzdem könntest du es schaffen, dich auf das zu konzentrieren, was du zum Positiven verändern möchtest. Dir deine eigenen Möglichkeiten zu erschaffen, zu kreieren mit dem Magier hier. Für manche habe ich das Gefühl, dass sie sich selber irgendeine Aufgabe geben, dass sie sich selber ein zusätzliches Ziel stecken oder irgendetwas vornehmen, woran sie arbeiten, vielleicht neben all den anderen Verpflichtungen, die du schon hast. Und das erhöht vielleicht irgendwo den Stress oder verringert deine Freizeit, ich weiß es nicht genau, aber du füllst diese Zeit mit etwas Sinnvollem, mit etwas, was sich für dich richtig anfühlt und was sehr erfolgsversprechend aussieht. Okay, manche könnten hier zum Beispiel sich entscheiden, sich nebenberuflich irgendwie etwas aufzubauen, ein eigenes Business aufzubauen, sich selbstständig zu machen. Manche könnten sich entscheiden, irgendwie eine neue Sprache zu lernen, weil sie vorhaben, in Zukunft umzuziehen, auszuwandern oder sowas. Manche könnten sich irgendwie ein neues Hobby, irgendeine neue Fähigkeit aneignen, weil sie damit irgendetwas anfangen wollen in Zukunft. Aber das kommt hier für mich durch, dass du mit deiner Freizeit etwas anfängst, was dich weiterbringt, was dich aber auch erfüllt, was dir das Gefühl gibt, deinen Zielen näher zu kommen. Auch wenn das vielleicht temporär
einen gewissen Stress irgendwo erhöht. Deshalb ist es auch wichtig, dass du hier auf deine eigenen Bedürfnisse hörst und dich selber nicht komplett überforderst. Ich glaube aber, weil du eben hier deine Zeit mit etwas verbringst, was dir Freude bereitet, nimmt das gleichzeitig auch irgendwo diesen Druck wieder so ein bisschen raus. Okay. Deshalb, ich glaube, das ist eigentlich eine gute Sache, die du hier machst, was auch immer das ist. Abgesehen davon sehe ich hier tatsächlich diese neue Bekanntschaft. Beziehungsweise vielleicht knüpfst du sogar mehrere neue Bekanntschaften im September, lernst mehrere neue Menschen kennen. Für manche könnte hier eine weibliche Person dabei sein, vielleicht eine neue Freundschaft oder so, die daraus potenziell entstehen kann. Für manche sehe ich hier aber auch neues Potenzial in der Liebe. Wenn du Single bist, könnte es sein, dass du hier im September jemanden kennenlernst. Kann ein Wassersternzeichen sein, Krebs, Skorpion, Fische oder einfach generell jemand, der ein sehr offenes Herz hat. Hier kam gerade der Spruch durch, trägt das Herz auf der Zunge. Er oder sie trägt sein oder ihr Herz auf der Zunge. Das ist jemand, der das anspricht, was er oder sie fühlt. Hier geht es nicht unbedingt um Gedanken. Das ist niemand, der alles äußert, was er oder sie denkt. Das wäre vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber wenn diese Person irgendetwas fühlt, wovon diese Person denkt, das ist von Bedeutung, dann spricht er oder sie darüber. Das ist niemand, der irgendwie ewig lange einen Groll hegt. Das ist niemand, der auch, ich sag mal, liebevolle Gefühle für sich behält, sondern das ist jemand, der sehr authentisch ist, was das angeht und einfach anspricht, hey, ich fühle mich so oder so und du kannst damit jetzt anfangen, was du willst, aber ich hab's gesagt. Für mich kommt ja auch durch, dass das jemand sein könnte, der seine Gefühle auf kreative Art und Weise ausdrückt. Gesang kommt hier durch oder generell Musik, Tanz, Kunst. Könnte die Art und Weise sein, wie diese Person seine oder ihre Gefühle ausdrückt. Ich habe das Gefühl, dass das ein sehr emotionaler Mensch ist. Aber wir sehen hier eine gewisse Klarheit in den Gefühlen dieser Person. Das ist niemand, der irgendwie gefühlsduselig ist. Hier mit diesem Kompass auf der Schulter der Person. Ich habe das Gefühl, es gibt immer eine Richtung. Diese Person versteht sehr genau, was diese Gefühle ihm oder ihr sagen wollen. Das ist jemand, der eine große emotionale Klarheit hat und eigentlich immer weiß, was er oder sie will. Das ist vielleicht sogar jemand, der diese Gefühle nutzt, um das zu kreieren, was er oder sie möchte. Ich habe das Gefühl, dass das jemand ist, der sehr gut darin ist, zu manifestieren, weil diese Person Liebe und Dankbarkeit nutzt, um das zu kreieren, was er oder sie möchte. Das scheint mir ein sehr optimistischer Mensch zu sein, der so eine das Glas ist halb voll Einstellung hat. Okay. Interessant. Manche könnten sich hier mit jemandem austauschen, der Glück in der Liebe hatte. Oder immer noch hat, das könnte eine ältere Person sein. Und diese Person erzählt vielleicht von seinen oder ihren Erfahrungen und irgendwo gibt dir das Gefühl, okay, vielleicht gibt es da draußen doch noch gute Menschen oder vielleicht kann auch ich mein Glück in der Liebe finden oder vielleicht kann es mit meinem Partner, meiner Partnerin wieder bergauf gehen. Und wie gesagt, wenn du offen bist in der Liebe, kann es sein, dass hier jemand auf dich zukommt, der eine große emotionale Klarheit hat, der sein Herz auf der Zunge trägt, der gut darin ist zu manifestieren, könnte eine kreative Ader haben, diese Person, könnte ein Wassersternzeichen sein, Krebs, Skorpion, Fische. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt weiter und schauen uns die Sieben der Stimmen an. Worum geht es hier mit der Sieben der Stimmen? Bei dir ungefähr in der dritten Septemberwoche. Da haben wir das Ass der Stäbe, die Acht der Stäbe
Und die 8 der Kelche, so wie die Sonne. Irgendwas passiert hier sehr, sehr schnell in der dritten Septemberwoche. Und deshalb könnte es auch ein bisschen verwirrend sein, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Vielleicht handelt hier jemand sehr spontan. Vielleicht verändern sich deine Gefühle, deine Gedanken sehr schnell. Vielleicht ändert sich sogar deine Meinung zu etwas hier sehr, sehr schnell, deine Sichtweise. Hier könnte sich für manche auch verändern, wie du zu jemandem stehst oder wie du das Verhalten von jemandem wahrnimmst. Ich habe fast das Gefühl, dass du etwas erst negativ wahrnimmst und dann erkennst, eigentlich ist das was sehr, sehr Gutes. Ich weiß nicht genau. Lass uns das genauer ansehen. Worum geht das hier? Ich habe das Gefühl, dass manche hier merken, dass sie etwas eigentlich gar nicht stört. Gerade in Bezug auf deine Beziehungen. Vielleicht verhält sich jemand so, wie du es eigentlich nicht magst, oder vielleicht löst sich sogar jemand von dir und du merkst aber, irgendwie stört mich das gar nicht. Irgendwie löst das nicht die emotionale Reaktion in mir aus, die ich befürchtet hatte. Und deshalb kann ich mich sogar darüber freuen, weil irgendwie sich das hier sogar fast befreiend anfühlt. Ich weiß nicht genau. Irgendwas verändert sich hier sehr, sehr schnell und es ist aber für dich kein Problem und ich glaube, das überrascht dich fast selber. Im Gegenteil, du siehst sogar vielleicht hier eine Möglichkeit in dieser Situation. Es ist fast so, ich sag jetzt mal nur ein Beispiel, okay, nimm das mit, wie es mit dir resoniert. Ich kann nur versuchen, hier Beispiele zu finden dafür, wie sich die Energien in den Karten für mich anfühlen. Ein Beispiel wäre, jemand macht hier mit dir Schluss und du merkst, das war fast ein Befreiungsschlag für mich. Ich dachte, ich wäre am Boden zerstört, aber irgendwie fühle ich mich frei. Irgendwie merke ich jetzt, dass ich die Möglichkeit habe, eine Beziehung zu finden, die mich nicht andauernd runterzieht. Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Vielleicht geht es hier auch um eine berufliche Situation, die sich verändert und du dachtest erst, diese Veränderung wäre für dich was Negatives, aber tatsächlich, wenn du dich mit dieser Veränderung beschäftigst, merkst du, dass das eigentlich was sehr, sehr Positives für dich ist, dass vielleicht diese Veränderung besser zu dir passt als das, was vorher da war. Manche könnten hier vielleicht umziehen oder ich habe fast das Gefühl, dass es hier eine Veränderung gibt, die stattfindet. Und irgendwie hast du dich davor gescheut oder hattest du Angst davor, dass diese Veränderung dich nicht glücklich macht. Aber sie macht dich glücklich, aber sie ist erfüllend oder sie ist sogar befreiend oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas verändert sich hier sehr schnell, sehr spontan, aber es macht dich glücklich. Was können dir die Karten noch dazu mitgeben, liebe Sternzeichen Zwillinge? Ja, für manche kann das irgendein Ende sein, mit irgendeinem Ende zusammenhängen. Ja, das Wort Befreiungsschlag kommt hier immer wieder für mich durch. Irgendetwas könnte hier enden, aber dich von einer Menge Stress und Druck befreien. Es ist fast, als würde dieses Ende dir irgendwie einen Ballast von den Schultern nehmen.
Manche könnten auch im September realisieren, ich bin bereits frei. Ich bin hier nicht an irgendetwas oder irgendjemanden gebunden. Ich muss mich nicht nach anderen richten. Ich bin frei, das zu tun, was ich tun möchte. Ja, vielleicht in der Vergangenheit musstest du dich viel daran orientieren, was mit anderen Menschen war, weil du vielleicht das Gefühl hattest, dass sie irgendwie von dir abhängig sind oder so. Oder dass du dich erst um andere Menschen kümmern musst und dann kannst du schauen, was du selber machen möchtest. Oder vielleicht waren deine Entscheidungen von deinen finanziellen Mitteln oder deiner beruflichen Situation abhängig. Aber ja, hier kannst du deinem Herzen folgen, weil du eben nicht mehr an diese Dinge gebunden bist. Aber das scheinen einige erst im September zu realisieren. Obwohl du vielleicht schon geraume Zeit nicht mehr an diese Dinge gebunden bist. Obwohl du vielleicht schon länger frei bist. Aber vielleicht fällt dir das hier einfach wie Schuppen von den Augen. Wie gesagt, für manche kann es auch sein, dass hier einfach eine schnelle Transformation oder Veränderung stattfindet und dadurch wirst du erst quasi befreit von etwas. Aber was auch immer hier passiert oder bereits passiert ist, es zeigt dir auf, dass du frei bist. Frei, das zu tun, was du tun willst. Frei, deinem Herzen zu folgen. Frei, dich auf etwas Neues einzulassen. Frei von einem Ballast, der dich irgendwo zurückgehalten hat. Ich habe auch das Gefühl, dass du dich hier weniger darum kümmerst, was andere Menschen über deine Entscheidungen denken. Wenn du Lust hast, einem kreativen Beruf nachzugehen, nachdem du in der Vergangenheit dich auf einen konventionellen Weg konzentriert hast, vielleicht möchtest du das jetzt einfach machen und kümmerst dich nicht darum, was Familie oder Freunde dazu sagen. Oder sonstige Menschen dazu sagen oder ja, auch das ist nur ein Beispiel, nimm es mit, wie es für dich resoniert. Aber ich habe das Gefühl, dass du dich nicht mehr daran orientierst, wie du zurückgehalten wirst, sondern du erkennst jetzt, wo deine Freiheiten sind, wo du endlich dem folgen kannst, was sich für dich richtig anfühlt. Und die Möglichkeiten könntest du diesen Monat dazu erhalten. Ja, ich meine, wir haben hier diese grenzenlosen Möglichkeiten. Wir haben hier das Glücksrad. Und wir haben neben einem weiteren Glücksrad außerdem zwei Asse, die für einen Neustart stehen, für neue Möglichkeiten stehen. Ich denke auf jeden Fall, abgesehen davon haben wir hier auch nochmal Neuanfänge. Also ich sehe hier neue Möglichkeiten für dich, deinem Herzen zu folgen, das zu tun, was sich für dich richtig anfühlt, weil du jetzt auf irgendeine Art und Weise befreit bist. Weil du dich auch traust, diesen Möglichkeiten zu folgen, weil du hier aus deiner Komfortzone rausgeholt wirst. Aber ich glaube, du öffnest dich etwas Neuem. Lässt dich auf die Möglichkeiten ein, die hier auf dich zukommen. Setzt dir vielleicht sogar neue Ziele, an denen du arbeiten möchtest. Und ich glaube, du spürst das auch innerlich mehr und mehr diesen Monat, dass du das vielleicht schon die ganze Zeit hättest tun können. Was aber letzten Endes unerheblich ist, weil du tust es im September. Lass uns die 9 der Inspiration ansehen. Worum geht es hier mit der 9 der Inspiration? Ich meine, klar, im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen. Oh, ich hätte schon die ganze Zeit diesen Weg verfolgen können. Ich hätte mich schon viel früher trauen können. Ja, aber vielleicht hast du in der Vergangenheit noch nicht gesehen, was für Möglichkeiten du hast, das zu tun. Auch hier mit dem Nahen nochmal Neuanfangsenergie. Du bist auch bereit, hier geduldig zu sein und kontinuierlich an etwas zu arbeiten. Du erwartest keinen plötzlichen Erfolg.
Du bist dir bewusst, dass die Entscheidungen, die du im September triffst, vielleicht noch nicht in den nächsten 1, 2 Wochen diese riesigen Erfolge mit sich bringen. Aber das ist in Ordnung, weil das, was du tust, dich erfüllt. Und dementsprechend ist auch gar nicht das Resultat hier das Entscheidende, ist auch gar nicht dieser Erfolg das Entscheidende, sondern die Freude auf dem Weg dorthin. Der Weg ist das Ziel, wenn man so will. Okay, ich sehe hier jede Menge Erfüllung. Auch hier mit dem König der Kelche nochmal wirklich diese große emotionale Offenheit diesen neuen Möglichkeiten gegenüber. Ich sehe, dass du mit deinem Herzen dabei bist, egal welchem Weg du hier folgst. Und ich sehe auch, dass das, was du tust, sehr gesund, sehr ausgewogen ist, dir irgendwo vielleicht eine innere Ausgeglichenheit schenkt. Für einige habe ich das Gefühl, dass es in gesundheitlicher Hinsicht Ende des Monats Fortschritte geben könnte. Dass du vielleicht langsam merkst, okay, ich schlage hier einen sehr guten Weg ein oder ich befinde mich auf einem sehr guten Weg in Richtung Besserung, falls es irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden geben sollte. Manche könnten sich auch mental oder emotional ausgeglichener fühlen als in der Vergangenheit. Weil du bist einfach im Reinen mit dem Weg, dem du hier folgst. Du bist im Reinen mit dir selber. Und wie gesagt, wenn du hier in der Liebe jemanden kennenlernen solltest im September, ich habe das Gefühl, dass sich das auch im Laufe der darauffolgenden Wochen in eine sehr gesunde, schöne, ausgeglichene Richtung entwickelt. Ich sehe zwar auch für manche, dass das jemand sein könnte, mit dem du jetzt nicht unbedingt jeden Moment deiner Zeit verbringen kannst, weil ihr vielleicht beide Verpflichtungen habt, weil diese Person für manche vielleicht sogar ein bisschen weiter entfernt wohnt. Aber ich glaube, ihr findet trotzdem einen guten Weg hier, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten, euch so oft zu treffen, wie es eben geht und euch näher kennenzulernen. Ja, ihr bringt hier beide eine gewisse Geduld mit. Gleichzeitig sehe ich hier aber auch eine Anziehung bzw. Interesse, sich eventuell auf mehr einzulassen. Wir haben hier wirklich starke Wasserenergie in deiner Legung. Hier den Ritter der Kelche, hier den Ritter der Emotionen, hier den König der Kelche. Also Krebs, Skorpion und Fische könnten für dich diesen Monat absolut eine wichtige Rolle spielen. Mit der Mäßigkeit haben wir hier jetzt auch nochmal das Sternzeichen Schütze, was vielleicht für manche relevant ist. Aber ich sehe, dass sich hier eine Verbindung in eine sehr gesunde Richtung entwickelt. Auch wenn du schon in einer Partnerschaft bist, kann ich mir vorstellen, dass diese sehr gesund ist diesen Monat, dass ihr einen Weg findet, beide gleich viel zu geben. Gerade wenn das Thema Haushalt hier für manche eine Rolle spielt, wo du sagst, ach, ich würde mir von meiner Person wünschen, dass er oder sie sich da vielleicht mehr einbindet oder vielleicht was die Kommunikation angeht, würde ich mir mehr wünschen, dass diese Person auf mich eingeht oder vielleicht fehlt mir selber manchmal die Zeit oder die Energie, mich um gewisse Dinge so zu kümmern, wie mein Partner, meine Partnerin es tut. Ich habe hier das Gefühl, dass mehr Ausgeglichenheit in eure Verbindung kommt und ihr es schafft, euch beide gleichermaßen einzubringen in gewisse Aspekte eurer Verbindung. Und interessanterweise kommt ihr auch durch, dass irgendein emotionaler Abstand überbrückt werden könnte. Ich sehe hier mehr Mitgefühl von jemandem in deinem Leben, mehr Verständnis, mehr emotionale Nähe einfach. Jemand könnte sich dir emotional verbundener fühlen Ende September, als es in der Vergangenheit der Fall war. Oder vielleicht nimmst du das genauso wahr. Ich habe absolut das Gefühl, dass es für die meisten hier eine gegenseitige Sache ist, wo du merkst, da ist nicht mehr diese emotionale Kühlheit da, da ist nicht mehr dieser Abstand da, sondern man versteht sich vielleicht irgendwie besser.
Der Vibe ist besser zwischen dir und jemandem hier. Könnte, wie gesagt, ein Wassersternzeichen sein oder Sternzeichen Schütze. Auch gerade zu einer weiblichen Person könnte die Verbindung etwas, ich sag mal, einfach wärmer und herzlicher werden, als sie in der Vergangenheit der Fall war. Gerade wenn es hier um jemanden aus deiner Familie geht, nehme ich das wahr. Für manche könnte das eine ältere Frau sein, die dir gegenüber irgendwie aufgeschlossener oder herzlicher ist. Gerade Ende September. Okay. Interessante Botschaften, die hier für dich durchkommen. Wir legen jetzt noch eine Starseed-Karte dazu, liebe Sternzeichen-Zwillinge. Was solltest du abschließend noch wissen? Und wenn dich die Liebe spezifisch interessiert und du dazu noch mehr herausfinden möchtest, dann findest du den Link zur weiterführenden Legung unten in der Infobox. Wir schauen uns in der weiterführenden Legung an, mit wem du es hier genau in der Liebe zu tun hast, welche Eigenschaften diese Person mit sich bringt, wie sich diese Verbindung im September und auch danach weiterentwickelt und für die Singles, ob es hier Beziehungspotenzial gibt. Also gerade wenn du sagst, ich bin hier tatsächlich offen für jemand Neues und für jemanden, der sein Herz auf der Zunge trägt, dann könnte diese weiterführende Legung was für dich sein. Wir haben hier die sieben Sternenschwestern, Birthing Creations, Tapestry of Life Expression. Hier geht es um Kreation, hier geht es um Ausdruck. Ich glaube, wenn du selber eine kreative Seite hast, dann kannst du diese im September sehr gut ausdrücken und vielleicht hilft dir das auch irgendwo, deine eigenen Gefühle zu sortieren. Abgesehen davon, wenn du überlegst, kreative Hobbys zu monetarisieren, also einen Gewinn damit zu erzielen, dann könnte das eine Sache sein, wo du wirklich mal näher überlegen darfst, wie du das umsetzen kannst. Wenn du vorhast, dich irgendwie selbstständig zu machen, das kommt hier für mich einfach sehr stark durch. Und es ist eine sehr spezifische Nachricht, die nicht mit jedem resonieren wird. Aber für manche habe ich das Gefühl, dass du irgendein besonderes Talent hast, besonderes Wissen hast, irgendetwas hast, was du ausdrücken sollst, was du mit anderen Menschen teilen sollst. Okay. Und das muss natürlich nicht für jeden hier im Rahmen einer Selbstständigkeit sein. Vielleicht geht es auch bei deinem Arbeitgeber irgendwie, dass du dich selber hier mehr einbringen kannst, deine Ideen, deine Kreativität mehr einfließen lassen kannst. Oder vielleicht geht es hier einfach um deine Freizeitgestaltung. Aber je mehr du dich und deine Gefühle, deine Kreativität ausdrückst, desto authentischer wirst du dich fühlen und wahrscheinlich auch von anderen Menschen wahrgenommen diesen Monat. Tanz, Bewegung, kreative Aktivitäten sind definitiv etwas, was dir weiterhelfen könnte. Ja, also ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass du was daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du auch dazu den Link unten in der Infobox. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Resttag und einen richtig tollen September.